Für mich ist wichtig bei einem erzählerischen Ballett, dass die Tänzer die Geschichte wirklich erzählen. Das heißt, der Zuschauer versteht, worum es geht. Nicht nur die Handlung natürlich, sondern auch die inneren Vorgänge der Figuren, die Emotionen, die Konflikte, die Auseinandersetzungen. Das ist ganz klar Thema. Das ist teilweise in abstrakten Bewegungen gelöst, teilweise aber auch in sehr erzählerischen Bewegungen. Und es changiert so zwischen abstrakten und zwischen erzählerischem Ballett. Christian Spuk ist one of the my favorite also the choreographer, and he did beautiful work 2 years ago an Anna Karenina in Zürich. And I really like the production. And November next season we're going to have a premiere by Christian Spuk in our house Anna Karenina. Am meisten fasziniert hat mich natürlich die Hauptfigur Anna Karenina, aber auch grundsätzlich das gesamte Gesellschaftsporträt des 19. Jahrhunderts in Russland. Und habe dann versucht, das auf drei